In diesem Video möchte ich den DVB-T2 HD Receiver Samsung MediaBox Lite für Freenet TV vorstellen. Das digitale Antennenfernsehen geht in die nächste Runde. Ab Ende März 2017 bis Mitte 2019 wird nach und nach bundesweit der alte Standard DVB-T abgeschaltet und durch das neue DVB-T2 HD ersetzt. Was heißt das für Sie als Kunde? Künftig ist auch über Antenne hochauflösendes Fernsehen möglich, also in Full HD Qualität. Gerade bei solchen großen Fernsehen wie hier im Hintergrund werden Sie diesen Unterschied schnell merken. Sie haben eine Bildqualität, wie Sie es von der Blu-ray kennen oder wie auch beim Satellitenfernsehen oder beim Kabelanschluss HD-Fernsehen. Das alles jetzt über das digitale Antennenfernsehen. Um DVB-T2 HD nutzen zu können, brauchen Sie ein passendes Empfangsgerät. Entweder unterstützt Ihr Fernseher hausseitig das Ganze, das erkennen Sie, wenn Ihr aktueller Fernseher bereits über dieses Logo hier verfügt. Oder ansonsten gibt es die Möglichkeit, einen externen DVB-T2 HD-Receiver zu installieren. In diesem Fall zum Beispiel diesen Samsung MediaBox Lite, den es zusammen mit einem Freenet TV-Vertrag bei uns besonders günstig gibt. Und der wird einfach vor Ihren Fernseher geschaltet und empfängt das digitale Antennenfernsehen. Wenn Sie vom alten Antennenfernsehen DVB-T auf das neue DVB-T2 HD umsteigen, können Sie Ihre vorhandene Antenne im Regelfall einfach weiterverwenden. Sollten Sie neu bei dem Thema einsteigen, dann ist es notwendig, eine Antenne sich zu besorgen. Auf dem Empfangscheck unserer Webseite können Sie prüfen, ob bei Ihnen eine Zimmerantenne, eine Außenantenne oder eine Dachantenne empfohlen wird. Und diese Antenne wird dann zum Beispiel hier in dem Fall die Zimmerantenne einfach hinten an dem externen Samsung Receiver angeschlossen. Hier vor mir sehen Sie den Lieferumfang der Samsung MediaBox Lite. Zum einen natürlich das Gerät selbst ist dabei. Dann haben wir hier eine Fernbedienung mit den passenden Batterien. Wir haben hier vorne das Netzteil, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Hier ist noch ein SCART-Adapter dabei, falls Sie noch keinen HDMI-Anschluss an Ihrem TV-Gerät haben. Wir haben ein Benutzerhandbuch und hier nochmal wichtige Dokumente für die Freischaltung von Freenet TV. An der Vorderseite des Gerätes gibt es hier einen Ein- und Ausschalter, wenn Sie gerade die Fernbedienung nicht zur Hand haben. Dann gibt es hier die Kanalwechseltasten zum Hoch- und Runterschalten der Sender. Das hier vorne ist der Fernbedienungssensor und hier gibt es noch eine Status-LED für den Betrieb. Auf der Rückseite wird hier hinten das Netzteil angeschlossen. Daneben ist ein Optical Out, also für Sound. Wenn Sie ein Soundsystem haben, können Sie das per optischem Kabel verbinden. Das hier ist ein SCART Out, dafür liegt ein entsprechender Adapter mit dabei, um, wenn Sie Ihr Fernseher noch kein HDMI-Signal unterstützt, können Sie dann per SCART ihn anschließen, unterstützt allerdings dann kein Full HD. Daneben der HDMI-Out für hochauflösende Bilder und auch der Sound wird natürlich über HDMI übertragen. Dann eine Netzwerkschnittstelle, denn die Samsung MediaBox Lite ist auch Freenet Connect fähig, das heißt also Zugriff auf Mediatheken und Apps ist damit möglich. Und dann haben wir hier einmal Antennen-Innen-Signal, also hier wird die Zimmerantenne, Dachantenne oder Außenantenne angeschlossen. Und für Fernseher, die weder SCART noch HDMI haben, gibt es hier auch einen Antennen-Out, das heißt also die Box könnte dann per Antennenkabel mit dem Fernseher verbunden werden. An der Seite gibt es hier noch einen USB-Anschluss, dort können Sie Speichermedien anschließen, um sich zum Beispiel auch Fotos auf dem TV-Gerät anzuschauen. So, kommen wir zum Anschließen des Samsung DVB-T2 Receivers. Wir haben hier einmal das Antennensignal, in dem Fall von einer Innenantenne. Damit gehe ich an das Antennen-Innensignal. Dann haben wir hier einmal das Netzwerkkabel, um die Freenet Connect-Funktion, also verschiedene Internetfunktionen, nutzen zu können. Ich habe hier das HDMI-Kabel zu meinem Fernseher. Und als letztes schließe ich einmal das Netzteil an, damit die Samsung-Box mit Strom versorgt wird. Und das war es auch schon vom Anschließen her. Die Box bootet sich jetzt hier, ein grünes Signal zu erkennen, dass das Stromkabel jetzt angeschlossen ist. Und hier auf dem Fernseher sieht man jetzt auch schon, dass das Gerät jetzt in den Einrichtungsmodus wechselt und die einzelnen Schritte zeige ich Ihnen gleich im Anschluss. So, im ersten Schritt muss ich die Sprache wählen, in dem Fall Deutsch. Dann kann ich das Bildformat wählen, in dem Fall habe ich einen 16:9 Fernseher. Ich habe hier die verschiedenen Bildschirmauflösungen automatisch, und hier zum Beispiel HD-Fernsehen, ich lasse auch das Auto auf automatisch. Dann die Antennenversorgung, Stromversorgung der Antenne, die mache ich jetzt hier einmal auf ein, weil ich ja hier diese Zimmerantenne habe mit aktiver Verstärkung. Das heißt also, jetzt kommt ein 5-Volt-Signal zu meiner Zimmerantenne hin. Den Frequenzbereich könnte ich hier noch einstellen und würde jetzt einmal hier
fortführen. Jetzt läuft also der Sendersuchlauf und er schaut, welche Fernsehsender er findet. So, der Suchlauf ist jetzt abgeschlossen. In Summe habe ich hier 41 Sender gefunden und kann das jetzt hier auch bestätigen. Dann kann ich hier sagen, die Internetverbindung, das Ethernet-Kabel, das Netzwerkkabel habe ich ja bereits verbunden, bestätige also mit OK. Receiver ist mit dem Internet verbunden und das Gerät schaut nun auch, ob eine aktuelle Firmware verfügbar ist, damit sie auf dem aktuellen Stand sind. So, die Ersteinrichtung ist jetzt beendet und jetzt kann ich meinen DVB-T2 HD-Receiver nutzen. So, wir sind hier in Hamburg jetzt Mitte März 2017. Aktuell läuft hier schon der Testbetrieb für DVB-T2 und parallel aber noch das alte DVB-T. Hier sieht man jetzt ganz gut den Unterschied. Ich habe jetzt hier mal einen ZDF in SD-Qualität über DVB-T, also das alte terrestrische Fernsehen. Und wenn ich jetzt hier einmal umschalte auf DVB-T2 HD, dann kann ich jetzt hier ZDF HD empfangen. Man sieht einfach, das Bild ist jetzt gestochen scharf. Vorher war es ja ziemlich unscharf auf diesem großen Fernseher. Auch hier unten das Logo von der ZDF-Reportage ist jetzt gestochen scharf lesbar. Also wirklich nochmal ein merklicher Unterschied. Nochmal zum Vergleich, das alte DVB-T in Nicht-HD-Qualität ist einfach unscharf. Ansonsten zur Kanalliste. Ich habe jetzt hier einfach deutlich mehr Senderauswahl, obwohl ich mich aktuell hier, wie gesagt, noch in der Umstellungsphase befinde. Also die komplette Programmauswahl der privaten Sender in HD-Qualität ist jetzt noch nicht verfügbar. Das ist erst ab dem 29.03.2017 dann der Fall, wenn hier in Hamburg umgestellt wird. Und kann jetzt hier zum Beispiel auch ZDF Sat.1 in HD-Qualität mir anschauen. Oder auch weitere Sender. Also auch hier, wie gesagt, über das Antennenfernsehen gestochen scharfe Bilder. RTL HD. Mit einem Freenet TV-Abo können Sie dann alle privaten Sender künftig in HD-Qualität sehen. Unverschlüsselt werden nur noch die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen. So, die Samsung Box verfügt über verschiedene Menüfunktionen. Ich habe hier zum Beispiel die EPG-Daten, also die digitale Programmzeitschrift. Kann mir schauen, was gerade alles so im Fernsehen läuft, welche Sendungen. Dann haben wir hier die Kanalliste, die ich aufrufen kann, wo ich sehe, welche Sender ich habe. Bei Medien, wenn ich einen USB-Stick an die Box angeschlossen hätte, könnte ich dann mir Fotos, Videos oder Musik vom USB-Stick auf dem Fernseher anschauen. Dann gibt es hier den Infobereich, wo nochmal die aktuelle Sendung, die gezeigt wird, angezeigt wird. Und habe hier dann noch verschiedene Einstellmöglichkeiten für den Receiver, wie zum Beispiel Software-Update, Standby-Zeit, Spracheinstellungen, Bildeinstellungen, Ton und den Kanal. Ich könnte hier zum Beispiel auch nochmal einen Sendersuchlauf machen, wenn ich die, wie bei mir jetzt hier den Antennenstandort geändert habe, dann kann ich hier auch den Antennensuchlauf neu starten. Alle diese Funktionen stehen im Menü zur Verfügung. Die Samsung MediaBox Lite unterstützt auch HBB-TV, also interaktives Fernsehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf ZDF umschalte, gibt es hier den Hinweis, ich könnte jetzt hier auch direkt mit der roten Taste in die ZDF-Mediathek wechseln. Kann mir also verpasste Sendungen jederzeit aufrufen oder auch hier die Heute-Nachrichten anschauen. Vorteil ist, ich kann die Mediatheken der verschiedenen Sender direkt am TV-Gerät nutzen, ohne dass ich also einen Computer anschalten muss. Und auch hier in sehr guter Qualität kann ich hier einfach jetzt Sendungen laden. Das Ganze erfolgt über Freenet Connect, was halt diese Samsung-Box unterstützt. Und jetzt streame ich letztlich über das Internet, also kein Antennenfernsehen momentan, sondern jetzt ist es einfach ein Internetstream. Dank Freenet Connect habe ich auch Zugriff auf das Freenet Portal, da gibt es hier eine Taste TV-Portal an der Samsung-Fernbedienung. Das Ganze ist aber erst ab 29.03. verfügbar, wird dann in etwa so aussehen. Kann ich jetzt also noch nicht zeigen, weil der Termin noch nicht dran ist. Aber auch diese Funktion wird mit dieser Box zur Verfügung stehen. Mit DVB-T2 HD können Sie künftig auch über die Antenne hochauflösendes Fernsehen nutzen. Die öffentlich-rechtlichen Sender sind dabei unverschlüsselt und die privaten Sender sind verschlüsselt und können mit einem Freenet TV-Vertrag in HD-Qualität empfangen werden. Das Ganze kostet 5,75 Euro pro Monat. Wenn Sie bei uns auf der Website ein Abo abschließen, bekommen Sie ein Sonderangebot mit diesem Samsung-Receiver zusammen. Ist eine günstige Alternative zum Kabelanschluss, der oft deutlich teurer ist.
Oder auch Satellitenfernsehen, da müssten Sie eine Satzschüssel installieren, was ja auch viele Vermieter verbieten. Mit der Zimmerantenne haben Sie das Problem ja nicht. Und auch eine Alternative zum IPTV, was ja auch im Regelfall mit höheren Kosten verbunden ist. Weitere Infos zur Technik und zum Receiver finden Sie auf unserer Webseite. Dort können Sie natürlich auch bestellen.